Hallo und wieder einmal herzlich willkommen bei tasteup.de. Wir befinden uns heute in einem schönen Ambiente im Zeppelin-Hangar in Friedrichshafen bei Föhr, dem Restaurantbereich, der hier angesiedelt ist. Hier kann man übrigens sehr lecker essen, das muss man wirklich sagen. Da erzähle ich aber gleich noch was zu. Aber erst wollen wir mal über unseren Whisky reden, den wir heute verkosten wollen. Es gibt einen Highland, einen Glenfarclas 105. Der Jens wird da gleich noch ein bisschen detaillierter drüber erzählen. Wir wollen jetzt erstmal anfangen, eine schöne, zünftige Verkostung hier zu machen und beginnen mal, uns den Whisky genauer anzuschauen. Schön. Kräftige Farbe. Dunkles Gold. Rotgold oder so fast schon. Oder so ein leichter Kupferstich. Schöne Farbe. Ja, auf jeden Fall. Einmal rum das Ganze. Ja, man merkt schon, dass der 60% hat. Ja, du siehst es auch im Stirnbild. Dass da richtig Gas hinter ist mit 60 Volumenprozent. Eine schöne Fruchtnote. Ja, karamellig. Keiner ist verwundert bei dem Fass. Also Sherry-Fass. Nussig, leicht nussig. Walnuss. Leichte Vanille auch. Vanille, ja. Und trotz der Umdrehungen nicht so scharf in der Nase. Wird sich aber nicht scharf. Kräftig, aber nicht scharf, ja. Ja, man merkt halt schon, dass er... Man muss schon aufpassen, wenn man seinen Rüssel reinhängt, weil... Er hat schon Kraft, ja. Also diese fruchtige Komponente gefällt mir sehr gut und dieser süße Helle Frucht. Gepaart, helle Frucht. Frucht. Helle Frucht. Ja. Apfel, Birne, irgendwas. Birne vielleicht? Ja, fällt uns bestimmt noch was dazu ein, wenn wir die mal haben, über die Zunge laufen lassen. Ja. Das wäre jetzt mein Stichwort Zunge laufen lassen. Zunge laufen lassen. Zunge laufen lassen. Prost. Hat schon Kraft, aber es geht noch für 60%. Also ja. Ein solide Eichengrundlage, ja. Kräftig, ohne scharf. Würzig, leichte Astringenz, leichte Trockenheit im Mund. Eine leichte Süße breitet sich aus. Mhm. Langer Abgang, schön warm geht runter, auch im Mund entwickelt sich noch was. Ja, bleibt relativ lang da. Ja. Was mir gut gefällt, ist, der macht sich sehr angenehm im Bauch breit. Ja. Und ich habe einen Bauch, da kann man sich breit machen. Auch in Speiseröhre, finde ich. Er brennt nicht, er ist aber präsent. Also für das, dass er 60% hat, ist er jetzt nicht wirklich scharf. Man merkt, dass er stark ist, aber man kann ihn gut so trinken. Mhm, kann ich auch sagen. Ja, bei Schärfe fällt mir ein. Früchte sind wir noch nicht weiter. Nee. Helle Frucht. Das ist immer ein leichter Anklang, ja, aber... Ist nicht dominant. Nee. Ich habe richtig Freude, ich sehe das hier sehr schön auf den Lichtspiegelungen auf dem Tisch. Das Fadenbild ist wirklich toll. Ja. Der schmiert ganz super. Soll ich da mal Wasser rein? Ja, mach du mal Wasser rein. Und der Jens verrät uns vielleicht mal, warum der 105er auch 105 heißt. Und vielleicht auch, warum man 210er auch trinken kann. Der Glenfarclas ist 105. Das 105 steht für 105 britische Proof. Also die Gradzahl, so wie wir Volumenprozent Alkohol berechnen. Und die 105 Proof sind eben genau 60% Alkohol, Volumenprozent. Der 210er, wenn man in den Highlands im 210, 210 bestellt, dann kriegt man doppelt einen 105er, Glenfarclas normalerweise. Eine interessante Geschichte noch, der Glenfarclas 105 war der erste kommerziell verkaufte Fassstärke-Whisky 1968. Location noch etwas von dir, Christian? Oder? Location? Hier so? Ja, hier so. Ach so, ja, was man hier erzählen sollte. Wir sind hier zusammengekommen, nicht nur wir, mit anderen Bloggern sind wir hier aufgetaucht, weil hier gab es eine Vorveranstaltung für das diesjährige Barcamp Bodensee, was ab morgen in Konstanz stattfinden wird, in der HTGBG. Und wir waren hier eingeladen, auch die Werft zu besichtigen. Der ein oder andere wird vielleicht auch unser Tasting-Video, das wir im Luftschiff DLZFN gedreht haben, gesehen haben. Wenn nein, sei das an dieser Stelle wärmstens empfohlen, das zu tun. Hier unten steht's. Genau, du kümmerst dich da drin. Und hier kann man lecker essen, wie wir heute erfahren haben. Wir haben das auch ausprobiert, war wirklich sehr gut. Das Fleisch war toll. Und ab dem 30.04. wird sich das hier nochmal massiv verändern. Man sieht das auch im Hintergrund, da ist es sehr umtriebig. Da werden nicht nur Tische umgeräumt, sondern da hinten in dem Bereich herrschen auch noch Bauarbeiten. Da sind die Kühlschränke für das Dry-Aged Beef in verschiedenen Reifungsstufen.
Da gibt es einen dimensionalen Shop für die Luftschiffe und die Zeppeline. Es sind eigentlich keine Zeppeline, es sind Luftschiffe, aber halt nur für die Fachleute unter uns. Und ich würde sagen, wir trinken jetzt nochmal Wasser, bevor ich mich auf Kopf und Kragen rede. Genau. Farbe? Farbe? Verändert sich nicht. Ohne hinzugucken behaupte ich mal, die verändert sich nicht. Die Fruchtanteile kommen nochmal viel prägnanter raus. Er wird jetzt auch mehr, gehen wir in die süße Richtung. Der Sherry kommt jetzt zum Tragen. Also der Sherry fast, kommt jetzt richtig raus. Süße, fruchtig. Ja, die Eiche tritt leicht ein bisschen im Hintergrund in der Nase. Ja. Leicht beerig sogar, würde ich jetzt sagen. Und wir reden jetzt nicht von weißen Beeren, sondern von roten. Auch nicht braunen Beeren. Oder Erzbeeren. Ja. Staffelbeeren. Ich glaube, so richtig zuordnen kann man es trotzdem nicht. Süß, nee. Sehr karamellig, süß, sehr karamellig, süß. Sehr karamellig, süß, aber angenehm. Ja. Leicht die Vanillenote immer noch da. Die Wucht ist eigentlich weg. Ja, schlecht. Nur 3-4 Tropfen. Ja. Ja. Also in der Nase ist er ein Schweiflaufer. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, auf ein neues. Schalala. Schön cremig jetzt, kommt eine leichte Süße. Die Würze immer noch da, aber nicht mehr so ganz, läuft ganz wild runter. Aber ich finde schon, dass der Rachen eine Schärfe entwickelt. Bei mir geht's gar nicht. Vorne auf der ganz vorne, ganz vorne auf der Zunge. Kribbelt er? Ja. Dann kitzelt er hinten, aber ja. Ist halt so. Ja. Und ich finde, der Eichenton, der ist noch dezenter jetzt und liegt auch nicht mehr bei mir, nicht mehr so sehr am Gaumen, sondern hat sich auf der Zunge breit gemacht. Also hinten da, wo er hingehört, bei den Bitterstoffen. Ja, der Abgang ist auch warm, finde ich, so im Allgemeinen. Karamellig, dunkle Schokolade, so irgendwie. Also beim ersten Schnüffeln habe ich auch so gedacht, so Tabak oder sowas oder Leder. Aber kann in die Richtung gehen, ja? Ja. Also für 60 oder jetzt haben wir vielleicht noch 55%, kann man so trinken. Ja. Durchaus sehr empfehlenswert. Wer mal einen Fassstärke-Whisky probieren will, den kriegt man relativ günstig schon. Deswegen, also Preis-Leistungs-Verhältnis und Farbe des 105 kann man durchaus stehen lassen. So. Ja. Wir würden noch mal gerne einen trinken. Aber ist aber leider vorbei. Ich habe. Ja, wir stoßen jetzt nochmal an, sagen an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielleicht auch fürs Mittrinken. Wir freuen uns, wenn es beim nächsten Mal heißt, wir trinken Whisky mit den Jungs von taste.de und du bist wieder dabei. Bis dann und tschüss. Tschüss. Tschüss.